Blumenrein Therwil im Alters- und Pflegeheim tut der Pfarrer Dietrich Jäger im Hof auf dem Akkordeon singen und spielen. Woher ist diese Idee gekommen? Ich muss ehrlich sagen, die Idee ist nicht von mir gewesen. Die Idee ist vom sehr aktiven und rührigen Leiter der Aktivierung vom Haus gekommen, vom Christian Graf, wo natürlich jetzt am Suchen ist nach Möglichkeiten für die Leute auch ein bisschen etwas zu bieten, wo natürlich ganz besonders in einer schwierigen Situation sind, wo sie keinen Besuch empfangen dürfen. Und er ist auf die Idee gekommen, in dem schönen Hof etwas zu machen. Und wir haben einen Sozialdiakon, der sonst regelmäßig mit den Leuten singt. Er ist aus Deutschland und wegen dem auch in Selbstisolation. Und weil ich auch mit den Leuten gelegentlich nach dem Gottesdienst einmal Lieder singe, sind sie dann zu mir gekommen und haben mich gefragt. Und ich habe sehr gerne zugesagt. Wie gross ist denn der Stellenwert von der Musik für die Bewohnerinnen und Bewohner? Also ich denke, Musik ist für alle Menschen wichtig. Und die Musik, die wir versuchen, hier im Haus zu machen, ist eine Musik, wo ich denke, dass viele von den Leuten, die hier wohnen, einen biografischen Zugang auch dazu haben. Das sind Schweizer Volkslieder, das sind deutsche Volkslieder, da darf auch mal etwas Neues dabei sein. Aber sicher etwas, was auf der emotionalen Ebene ganz, ganz wichtig ist. Wir spüren das auch im Gottesdienst. Sobald Lieder gesungen werden, die die Leute kennen, füllt sich der Raum mit Leben. Wie erlebt jetzt das Blumenrein die außergewöhnliche Situation und wie gehen die Bewohnerinnen und Bewohner damit um? Ja, also ich muss sagen, es war natürlich eine Steigerung, wo das angefangen hat. Da haben wir so Teilmaßnahmen ergriffen und heute haben wir tatsächlich die Situation, also schon länger jetzt in der Bar, praktisch zwei Wochen, als das Gebäude quasi geschlossen ist. Also es gibt keine Besuche mehr von außen. Wir probieren alle Schnittstellen wirklich bis an die Tür. Wir übernehmen alles und haben es so organisiert, auch mit den Angehörigen. Es ist eine schwierige Situation, vor allem für unsere Bewohnerinnen, die natürlich jetzt wirklich einfach im Gebäude sind. Wir haben noch den Innenhof zur Verfügung gestellt, dass sie da wirklich auch nutzen können. Aber sonst ist eigentlich die Bewegungsfreiheit sehr stark eingeschränkt. Und das ist, glaube ich, das Hauptthema, das wir hier haben, wie wir das verbessern können. Wie kann man jetzt so ein Konzert unter den gegebenen Voraussetzungen genießen? Ja, dass auch so trotzdem die Distanz kann wirklich so nach zu den Leuten kommen, dass die Leute schauen können. Wir haben jetzt auch ein bisschen die Situation, dass wir hier jetzt gerade einen guten Innenhof haben, wo man mit dem Akkordeon spielen kann und die Leute können wirklich ans Fenster und zuhören. Es ist natürlich grossartig, das Wetter stimmt. Ich glaube, es werden wirklich auch viele Leute zuhören und wir können dann auf die andere Seite gehen, dass im Nordteil die Leute können teilhaben von dem Konzert, das er macht heute. Katholische Pfarrei Heilig Geist im Basler Gundeli bietet in der Corona-Krise eine Telefonseelsorge. Wie ist es dazu gekommen und wie funktioniert das? Es hat in Anfangszeit, als alles zugegangen ist, eine Krisensitzung gegeben bei uns im Team. Da war ich nicht dabei. Und da kam diese Idee auf, dass man gerade die Älteren und die Risikogruppen, die so isoliert sind, dass man die anruft und fragt, erstens natürlich, wie es ihnen geht und dann auch so, ob sie Wünsche haben, ob sie jemanden haben, der für sie einkauft, ob sie mehr Telefone wünschen, ob sie den Newsletter aus der Pfarrei haben möchten. Daraufhin haben wir dann einfach Listen angelegt und sind so ungefähr 130 Personen dann gewesen. Und dann war klar, wir müssen es auch ein bisschen aufteilen. Also erstens alle im Team rufen jemanden an, mehrere an und dann auch die Gruppen, die wir haben. Kolping-Familie, Elisabethenwehr, Günzenskonferenz, Frauengemeinschaft, die ganzen Vorstandsmitglieder, dass die auch Anrufe machen. Die bis jetzt gemachten Erfahrungen sind? Sehr gut. Die Menschen freuen sich einfach total, dass sie angerufen werden. Die meisten kennen einem halt auch schon irgendwie vom Seniorennachmittag, vom Ausflug, von irgendwoher. Und sind einfach viel allein, können nicht viel raus und freuen sich einfach über Anrufe. Wahnsinnig. Und ab und zu gibt es Wünsche. Viele haben auch schon viel Hilfe von Verwandten, von Kindern.
und haben auch viele Telefone. Andere wiederum sagen, ja, ich bin schon sehr allein, würde mich schon freuen, wenn mal jemand anruft oder wenn jemand für mich einkauft. Und dann schaue ich halt, dass ich das vermitteln kann und das klappt in der Regel auch gut. Es gibt gerade viele Freiwillige, die helfen wollen oder viele, die auch Anrufe machen wollen. Das können wir alles vermitteln. Wie wird in so einem Telefongespräch vorgegangen? Also wir nennen unseren Namen, nachher sagen wir auch, dass wir von der Heiligen Geistkirche aus anrufen und fragen dann, wie es den Leuten geht, ob sie Hilfe brauchen, ob sie jemanden haben, der Kommissionen macht, ob sie gerne ein Telefongespräch haben, vielleicht auch mit dem Pfarramt. Und das probieren wir zu vermitteln. Dann führen wir aber auch sehr persönliche Gespräche. Man kennt auch die Leute. Und dann erzählen sie halt, ja, sie sind einsam. Es ist halt langweilig den ganzen Tag. Und dann probiert man sie halt einfach ein bisschen aufzurichten. Und sagt auch, sie dürfen privat uns anrufen. Oder der Frau Grunwald ins Sekretariat. Und so. Aber wir haben sehr gute, positive Rückmeldungen. Sind alle immer sehr begeistert. Der spezielle Einsatz von der Pfarrei Heilige Geist ist zeitlich nicht beschränkt. Ja, das können wir eine Weile noch machen. Es hat jedes etwa 10, 15 Leute, die man anrufen kann. Und man muss nicht jeden Tag anrufen. Vielleicht einmal in der Woche, je nachdem. Und man hat auch gemerkt, wer mehr möchte und wer weniger. Es hat dann solche gehabt, die gesagt haben, ja, ich habe meine Familie, die schaut schon für uns. Und andere sind sehr, sehr dankbar. Und die Menschen, die kontaktiert werden? Sie merken, dass sie nicht allein los sind. Und das ist für uns auch schön. Gründonnerstag. Warum grün? Weil es bald Ostern ist und draußen alles grünt und blüht? Nicht ganz. Dieses Grün kommt von Kreinen weinen. Weinen deshalb, weil am Gründonnerstagabend Judas seinen Freund und Lehrmeister Jesus verraten hat. Die ganze Geschichte können Sie gerne beim Evangelisten Matthäus nachlesen. Dieser Judas findet später überhaupt keine Reue, keinen Hauch von Erbarmen, nichts, nada. Warum eigentlich? Für den Verräter gibt es trotz Reue kein Erbarmen und das im Evangelium. Judas verkörpert also den Menschen, der keine Vergebung finden kann, weil das Verbrechen, das er gemacht hat, offensichtlich so ungeheuerlich ist. Das bleibt auch nach Ostern, der Auferstehung von Jesus, so. Dabei, man müsste ihm doch eigentlich vergeben. Er zeigt Reue und noch wichtiger, ohne Judas keine Kreuzigung, ohne Kreuzigung keine Auferstehung und ohne Auferstehung kein Christentum. Warum also? Ja, solche Art, den Judas in Schutz zu nehmen, zu verteidigen, hat sogar Frevel hervorgerufen. Dabei, Fragen und Kritik sind ja nie Frevel. Sie verhindern höchstens den Frevel. Aber warum dann das? Das ist wirklich seltsam. Wirklich frevlerisch war, was unter Berufung auf Judas in späteren Jahrhunderten passiert ist. Judas war der Inbegriff der Juden, Antisemitismus pur, fürchterlich. Heute ist der Judas-Hass immer noch wieder populär, in Form von Populisten, Volksverräter, Vaterlandsverrat und solche Worte. Abscheulich, finde ich. Menschen wurden verteufelt, auch im Namen des Christentums. Vielleicht, um selbst gnadenlos sein zu dürfen? Es ist also angesagt, dem Judas in mir selbst zu begegnen. Ich bin's, ich sollte büßen, schreibt der Mystiker Paul Gerhardt in einem wunderschönen Text, der von Johann Sebastian Bach in seiner Matthäus-Passion so meisterhaft vertont worden ist. Ich bin's, ich sollte büßen. Er mahnt mich, an den Judas in mir selbst zu denken. In Burgund, in der Basilika in Vézelay, Sainte-Marie-Madeleine, gibt es eine wunderschöne Darstellung. Jesus nimmt den Leichnam des aufgehängten Judas auf seine Schultern und trägt ihn wie das verlorene Schaf, eben das nicht verlorene Schaf, ins Paradies.
Dort hat Judas der Verräter Platz. Jesus selbst trägt ihn dorthin. Dort haben wir alle Platz, auch ich. Das ist ein Osterbild, eine Osterhoffnung, mitten am Gründonnerstag. Daher jetzt schon frohe Ostern.